jetzt hier. Hey, ja, genau. Flieg durch mein Schild durch. Ich geh schon mal weiter, während du dir da Spaß machst. Ich mach mir nicht Spaß, du machst dir immer Spaß. Ach, könnte man jetzt so sagen. Ach, aua, 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 das, aua. Das war definitiv nicht das. Also ich habe keinen Schaden gekriegt. Ja, du hattest auch das richtige Timing und ich nicht. Geht's hier weiter? Oh. Mein Gott, plötzlich, mein Gott, Wetter. Plötzliche Wetterumschwinge. Wir haben Regenschirm. Spasti! Oh, das ist ein bisschen TNT. What the fuck? Spasti, da oben Erfahrung. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich kann auch. Alter, was sind denn das hier für Wichser? Da unten in dem Loch ist Erfahrung übrigens. Wo, in welchem? Dem hier? Ne, nicht mehr, das war Kampferfahrung, die kamen zu uns. Und grad gucken, was hier noch alles ist. Außer nix. Achso, na gut. Ja, da war nix. War es ja auch nix. War nahezu nix. So, hier habe ich ihn aufgemacht. Das hier ist bestimmt irgendein Stein, den man bewegen kann. Was ist denn da der für Wetterumschwung auf einmal? Das ist ja andere Liga. Da oben bist du oder was? Wofür ist denn der Stein gut? Also da hoch ging es auch noch irgendwie. Mach mal Schild hier. Ja, oder? Zauber wieder Crap. So. Kann ich jetzt auch? Natürlich nicht. Jawohl. Oh. Kannst Krieger haben. Oh, passt schon. Mit der. Ich sag, kannst Krieger haben. Mit dem Explosiven geht das. Oh, was ist das denn? Ich geh schon mal. Ich weiß aber nicht, wie ich jetzt hier hochkommen soll, um ehrlich zu sein. Keine Ahnung. Hier ist noch Erfahrung, aber ich weiß nicht, wie ich. Oh, Alter, diese Blitze. Ich weiß nicht, wie ich drankommen soll. Hilfe. Was ist denn da noch? Ah gut, so geht's natürlich. Ah, und... I need... Oh, und... brauch ich gar nicht. Explosiven Ding. Zack. Toll, jetzt mach ich den Ding jetzt da nochmal. Toll. Ist immer noch eins. Kann ich mal gerade den Zauberer nochmal haben? Doch. So. Nein. Wie viele Objekte können wir jetzt schon zaubern? 4. Okay. Das reicht ja, Digga. So, dann habe ich jetzt alles. So, ich komme mal nach. Was ist hier noch? Hast du das gelesen? Schon wieder nicht, ne? Doch, ich hab's gelesen. Ja, ich hab aber nicht. Du kannst mal für alle Zuschauer auch lesen. Und du gehst einfach weiter. Schön. Sie fühlte sich bei den Geschenken benachteiligt. Prinzessin Isabel bekam ein goldenes Kleid, ein Diadem und Seidenhandschuhe. Prinzessin Rosabelle bekam ein silbernes Kleid, eine Mondsteinhalskette und Spitzenhandschuhe. Was ich aber nicht ganz verstehe, wofür diese Texte sind. Also sollen die Story vermitteln oder sollen die... Richtig. Ja, toll. Und was haben wir jetzt für eine Story? Zwei Prinzessinnen, die Prinzessinnen sind. Oder so. Richtig. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da hinten ist dieser... Oh mein Gott, was ein Monsterkrake. Siehst du denn im Hintergrund das Vieh? Wie geil ist das denn? Das erinnert mich so ein bisschen an Fluch der Karibik. Da gab es doch so ein Riesenvieh. Jo. Ah, zum Glück haben wir kein Schiff, was das, was gefressen werden kann. Also der spielt gerade ein bisschen mit den zwei kleinen Pimpelsteinen da rum. Kann ja jeder. Aua! Schöne Krabbe.
Ja, mach die mal ein bisschen platt, dann kann ich hier. Mach die mal platt. Was denn das Wort ist? So. Guck jetzt an. Was macht er denn? Das ist ein Zauberer. Der hat Spaß mit dem Stein herum. Dass ein Krake drei Herzen hat. Hey, genau wie wir. Ein Krake hat drei Herzen? Ernsthaft? Na. Das ist. Der verarscht dich doch nur. Sicher? Ah, keine Ahnung. Diese Krabben. Geh mal zur Seite. Ah. So, so. Das ist aber wieder ein Tricksprung hier. Oder meine ich das nur? Weil jetzt muss er. Hier muss er dann hoch. Ja, ich bin oben. Scheiß Tricksprung. Tricksprung. Okay. Ich sammle auch mal gerade alles ein, was es so zum Einsammeln gibt. Zack. Geht das ein weiteres Mal runter? Ja, geht es noch weiter runter? Du kannst auch gerne weiterlaufen, dann werde ich ja gleich zu dir geportet. Cheap, cheap, cheap. Ah, man musste ganz außen auf der Kante stehen. Okay. Danke, Herr Krake. Warst du schon unter Wasser? Da sind wieder so. Ah, mir kommt gerade nicht der Name von dem Fisch in Erinnerung, der so aussieht. Also es ist ja nicht wirklich ein Aal, sondern mehr so ein. Ah, wie heißen denn diese Viecher? Allgemeinbildung vorzubinden und so. Oh, da ist das Artwork, was wir eben auch bekommen haben, als geheimes Gefummel. Oh, wo bist du? Unter Wasser noch? Ja, ich tauche gerne. Naja, immer diese Tauchenden. Ich glaube, jetzt gleich kommt wieder sowas wie ein Cutscene oder irgendwas. Seht mal, das ist Lady Rosabella. Ja. Nun gut, sie hat also nicht gelogen, was das mit der Königin angeht. So, ja. Eine edle Dame wie sie würde nie lügen. Aha. Es ist mal was Neues. Alter. Ich halt einfach schon wieder nahezu tot bin. Levelaufstieg! Yay, Kampferfahrung. Überall, oh, da ist schon wieder so einer meiner Lieblingsviecher. Bin ich gerade gestorben? Sieht fast dann aus. Ah. Na. In dein Gesicht. Schon wieder. Ja, aber da hinten ist das Halteil, ne? Irgendwo. Okay. Okay, der Schlag ist hart. Ich habe nämlich gerade in dem Fight mal umgeskillt wegen Levelaufstieg. Ne? Hier wegen, Dem Schlag? Guck mal, da bebt das ganze Regal hier. Das Raten da unten? Oh. Okay, da geht's aber nicht lang. Aua! Mein Gott, warum kann ich denn da nicht vernünftig springen? Okay, das kannst du. Au, au, au. Jedenfalls müssen wir hier mit Sprengstoff arbeiten. Da unten ist schon wieder was zum Aufmachen. Oh. Aber das ging jetzt auch so. Hä? Ah ne, das ist so eine Lampe im Vordergrund. Ich dachte gerade, ja genau, bomb mich weg. Lass mich mal die Zahnräder da bumsen. Ah, jetzt habe ich. Okay. Also, wofür ist denn das überhaupt gut? Hab ich jetzt Moment. Ich habe es noch gezogen. So. Reicht, oder? Ja, passt. Hm.
Nimm doch das Teil, was hier schwebt. So. So, und jetzt hier ist nochmal eins in der Luft. So, unerreichbar oder so. Okay, hab ich. Da drüber ist auch nichts mehr. Gehen wir wieder ein bisschen tauchen. Wobei hier unten ist auch wieder nix. Hier muss Wasser drauf. Hey, wie hier muss Wasser drauf? Hallo? Hat er nicht mitbekommen, dass er mehr oder weniger im Wasser ist? Genau, mach das mal kaputt. Funktioniert nicht. Moment, das muss man. Und? Jetzt schieß mal gegen. Lass mich erstmal raus, bevor du das machst. Da muss aber auch noch XP holen übrigens. So, XP habe ich? Lol. Ja, schieß einfach mal ab. Als ob das nicht da durchfällt, ja, wollte gerade sagen. Was ist denn jetzt? Mein Gott, eine Pflanze! Wer hätte das gedacht? Die war ja mehr oder weniger schon im Wasser, also das ist ja. Aber nur mehr oder weniger. Bounce, nein. Nein. Das funktioniert irgendwie nicht. Der funktioniert aber auch nicht immer, dieses Bounce-Ding. Nur die Truhe ist im Hintergrund. Du bist einfach nur schlecht. Und hier ist noch was. Haha. Spasti! Ja, Spasti selber. Ah, ich hab's gekriegt. Hier oben ist nichts mehr. Oh. Trollkönig. Das sieht aus wie ein Bossmonster. Oh mein Gott, der erste wirkliche Boss. Und der hat sogar eine Lebensanzeige. Oh. So. Ah! Ah! Oh mein Gott. Das ist schon wieder so ein One-Hit. Opfer. Ja. Der hat irgendwie eine brennende Keule. Ah ja. Schön. Aber was cool an dem Spiel ist, er speichert, glaube ich, jetzt, wie viel Leben er hatte. Oh, ja. Was war denn? Was war denn das? Dann schneiden wir jetzt hier wieder beide runter und dann zack, kaputt. Ja. Schieß ihn ab, schieß ihn ab! Mach ich ja die ganze Zeit schon. Guck, jetzt mittlerweile macht der Bogen auch ein bisschen Schaden schon. Wow! Screw you! Versuch einfach mal durch ein bisschen springen. Wow! Okay, ist klar, er ist kaputt. Mein Gott, ey, das war jetzt. Endlich, Schätze! Ich werde diese Krone behalten, wenn es euch nichts ausmacht. Hurra! Wir haben die Hallen für Ihre Majestät gesäubert. Toll. Und unser eigenes Königreich wird bald wieder sicher sein. Sollen wir zum Haus zurückgehen? Nicht so schnell. Ich möchte mich zuerst umsehen. Vielleicht finden wir diesen königlichen Schatz, den Roosevelt erwähnt hat. Oh. Ja, der Schatz kommt jetzt gleich, pass auf. Schade. Oder vielleicht auch einfach nur da, wo es weitergeht. Merkwürdig alles, also... Jetzt nur noch den Schatz. Ja, und was ist mit der Blume, hä? Seht, das ist Isabel. Da steht ihr Name drauf. Ja, Roosevelt's Schwester. Wie die früher das Portalmedaillon hatte. Ja. Wo ist sie denn jetzt? Wetten, das ist die Blume. Boah, hast du das Ding gerade gesehen, was da in den Vordergrund geflogen kam? Kann man hier irgendwas lesen? Aber hier kann man es lesen. Liebe Isabel, Glückwunsch zum 18. und dazu, dass du nun Kronprinzessin und Thronerbin bist. Ich habe zur Feier eine Überraschung im Keller vorbereitet. Es muss unser Geheimnis bleiben. Geh durch den Waschraum. Ich wette, Roosevelt hat irgendwie Isabel um die Ecke gemacht oder so. Moment, wer war denn jetzt nochmal die Königin? Die Hexe. Artefakt. Eine große Macht. Kann ich immer noch bewegen. Ich könnte dich mit ihm zurückbringen und das Königreich wiederherstellen. Das war die Hexe, oder? Das war jetzt die Hexe, aber war das nicht auch... War das jetzt nicht auch Roosevelt oder so?
Oder Isabel? Oh Mann, ich komme bei den zwei total. Isabel ist wieder auf dem Foto. Das war Rosabel, würde ich sagen. Das war Rosabel. Und Rosabel ist die Böse, eigentlich. Koboldkönig durchsuchten die oder so. Erstmal schön. Pipapo. Was denkst du? Anscheinend hatten sich Isabel und Rosabel einst sehr nahe gestanden. Aber was du atmest sehr laut. Dankeschön. Obwohl Amadeus es nicht wollte, führte Zoya sie zu den Kellern, um die Geheimnisse zu ergründen, die im Dunkel verborgen lagen. Isabel und Rosabel. Ich wette mit dir, eine von beiden ist die Blume. Ich weiß halt jetzt noch nicht. Die mit den hellen Haaren. Dann wieder nach oben, ja? Die mit den hellen Haaren ist bestimmt die... Oh, wo bist du?